Hirovis am Telefon. Wie kann ich helfen? Sie verstehen nicht so gut Deutsch, gell? Doch, doch, aber Sie sprechen sehr leise, der Woschka. Oh, ich spreche eigentlich sehr laut. Vielleicht ist das Telefon kaputt. Nee, das ist nein, nicht bei kaputt. Mir. Warte, einen Moment, bitte, eine Kontrolle. Okay. Können Sie noch mal was sagen? Ja, klar, sage ich noch mal was. Ah, wunderbar. Gut, jetzt können wir wie Menschen sprechen. Ich habe gedacht, ist das Roboter am Telefon? Weil den ganzen Tag komisch klingelt, ich gehe dran, sage, hallo, Kero, wer ist da? Und die immer auflegen. Nee. Doch. Das war aber nicht wir. Das hätte mich auch gewundert, weil sie jetzt ja mit mir reden. Ja klar, und ich bin kein Roboter und ich bin keine Maschine. Können Sie das beweisen? Natürlich. Haben Sie auch schon den neuen Ich bin kein Roboter-Ausweis? Nein, den habe ich nicht. Oh, wie sollen wir dann beweisen? Blöd. Oh, ist schön, das hat man mal was zu lachen. Ich mag das. Ja, Sie auch gerne lachen, da? Ja. Großartig. Da. Okay. Und was jetzt? Was war mit Zähnen? Ich habe irgendwas mit Zähnen verstanden. Ich habe das Rechnung vor einer Woche bezahlt, junge Frau, wenn Sie anrufen wegen Prothese. Ich will doch nichts wegen deiner Rechnung, um Gottes Willen. Ich wollte Ihnen nur einfach Informationen zukommen lassen wegen einer Zahnzusatzabsicherung. Auch damit nächstes Mal nicht zu teuer? Damit sie nicht so viel bezahlen, wenn sie zum Zahnarzt gehen, genau. Oh, war Implantat teuer geworden. Ich dachte, sie anrufen, weil ich gesagt habe, das ist zu teuer, kann ich nicht auf mal bezahlen. Jetzt einmal bei Woche anrufen, wo bleibt das Geld? Ich dachte, sie deswegen anrufen. Haben Sie eins machen lassen, Implantat? Da. Eigentlich wollte ich zwei, drei machen lassen, aber zu teuer. Das ist teuer, oh ja. Und Sie wollen mir den geben? Habe ich bei Lotto gewonnen? Nee. Warum nicht? Das kann ich Ihnen nicht versprechen, sowas, weil ich bin, also wir sind seriös, ich verspreche Ihnen doch nichts, was ich nicht halten kann. Das ist schon mal gute Grundeinstellung. Klar, das geht ja nicht, das ist ja Blödsinn, wenn ich Ihnen sowas erzähle. Nein, es geht, ich frage nur, haben Sie Implantate machen lassen? Das ist ja teuer. Das stimmt. Und Sie bräuchten noch mehr Implantate. Das wäre schon schön. Ja, also die Zähne sind noch vorhanden, oder? Nee, also wenn die da wären, wo soll ich mir Implantat in die Nase setzen? Das sollen schon Zähne werden. Nicht in die Nase. Ich meinte jetzt, es kann ja auch sein, dass die Zähne noch da sind, aber in einem ganz schlechten Zustand. Und nein, die raus müssten, weil dann kann ich es absichern auf Implantate. Aber wenn die Zähne schon weg sind, ich kann noch nichts absichern, was nicht da ist, Herr Kier. Dann sind die da. Die sind da. Alle da. Jetzt sind sie auf einmal da. Sie sind nie weg gewesen. Entweder verstehen wir zwei uns nicht so richtig. Also ich finde, wir verstehen uns wie Bruder und Schwester. Sie rufen an, ich gute Laune, sie gute Laune. Ist alles super. Ja, aber trotzdem muss ich das Rätsel jetzt mal lösen. Also welche? Ich mag Rätsel. Wollen wir Kniffel machen? Nein. Warum nicht? Haben Sie angerufen, mich auszulachen? Nein. Nicht. Das tue ich nicht. Bin ich bei... Ich kenne das. Sind Sie von Radio? Nein, ich bin ganz normal bei meiner Arbeit und ich mache die Beratung für Zahnzusatzabsicherung. Okay, lassen Sie mich zusammenfassen. Sie sind nicht von Radio, Sie sind bei Ihrer Nein. Arbeit und Sie behaupten, kein Roboter zu sein, aber können das nicht beweisen. Ich finde, das ist ein sehr gute Gesprächsgrundlage. Ich hab schrecklich schlechten Tag gehabt, das tut mir gerade richtig gut. So langsam frag ich mich, bin ich jetzt im Radio oder im Fernsehen? Also eigentlich ist ja so, dass das Radio bei ahnungslosen Menschen anruft und die dann senden, aber wer macht das denn andersrum? Das Gefühl. Wer macht das denn andersrum? Andersrum. Aber eigentlich ist eigentlich eine gute Idee, wenn du so Radiosendung kommt, ganze Tag kommt nur Programm, wenn Leute anrufen.
Das ist gar nicht schlechte Idee. Vielleicht sollten wir ein Patent machen. Ah! Man kann sie mich schon angucken, als wäre ich betrunken. Ja, so komme ich mir jetzt auch vor. Ich glaube, meine Chefin meint gleich, ich habe was getrunken. Da was trinken Sie bei Liebsten? Mögen Sie Wodka? Ja. Da? Mit was dazu? Am besten pur. Bam, blöd. Russische Seele in Ihrem Herz wohnt. Ja. Haben Sie russisches Verwandten oder Abstammung? Freunde. Freundin. Großartig, großartig. Das, da Beste haben die Freundin. gut Ihnen zeigen, was heißt das. Genau. Ich bin stolz auf meines Landsmänner. Können Sie denn bitte sagen? Ja, mache ich, wenn ich sie wieder sehe. Wunderbest, wunderbest. So was Sie jetzt mit meinen Zähnen können machen. Okay, jetzt bleibt meine Frage doch nochmal. Also jetzt muss ich es wirklich genau wissen. Sie sagen, Sie möchten noch weitere Implantate. Sind die Zähne jetzt noch drin, die durch ein Implantat ersetzt werden sollen, oder sind die schon gezogen? Also ich habe es, zwei sind draußen und das andere nichts draußen. Also zwei sind weg, okay. Da. Und Sie Und da habe haben ich so ein sich. kleines Brüchlein bekommen. Ah, okay, super, weil dann wäre es ja abgesichert. Wenn Sie Aha. eine Brücke haben, dann gilt das nicht als fehlender Zahn, sondern ist ja schon bereits durch einen Zahnersatz dann gefüllt, die Lücke, ja? Heißt, dann kann man da keinen Plantaten kriegen. Doch, aber ich kann sie sogar absichern auf Implantate. Das wäre besser, weil das Brückending ist, entschuldigen Sie, das Sprachenscheißendreck. Jedes Mal, wenn ich lache, kommt das aus dem Mund geflogen. Also bei der Unterhaltung, was wir jetzt gerade hätten, hätten Sie wahrscheinlich schon drei Platzwunden, weil das immer rauskommt. Da haben die ganz schlechtes Arbeit gemacht drüben bei Pollen. Oh je, oh je, dann lass uns es lieber hier in Deutschland machen. Aber so teuer. Wer gibt mir das Geld? Nein, Doch. ich sichere sie ab und dann können sie es sich leisten. Wie jung sind sie denn? Bitte? Wie jung sind sie, Herr Kirov? 31. Okay, noch sehr jung. Gesetzlich krankenversichert? Bitte? Gesetzlich krankenversichert? Da, ich halte mich immer an Gesetzen. Ob Sie eine gesetzliche Krankenversicherung haben? Was bedeuten? AOK, DAK, AOK, TK. AOK. Das ist gesetzlich. Okay, Was hat alles denn, was klar. haben das mit Gesetzen zu tun? Mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir dürfen niemanden versichern, der privat krankenversichert ist. Verstehen Sie? Aber ich bin privat, ich habe keine Firma. Wenn, dann sind Sie gesetzlich krankenversichert. Wenn Sie eine Firma hätten, dann wären Sie privat versichert. Okay? Weiß nicht, ich habe nicht verstanden, aber wenn gut, ist gut. Wenn nicht, dann ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob es noch was bringt, dass ich Ihnen das weiter erkläre, weil. Nur weil ich mich nicht mit deutsches Gesetzeskasse auskennen, das ist nicht gut. Nein! Nein, wenn Sie jetzt zum Arzt gehen und Ihr Kärtchen vorzeigen, Da. ja, genau, da ist ja dann gesetzliche Krankenkasse. Und Sie bekommen keine Rechnung. Wenn Sie privat versichert sind, dann gehen Sie dorthin und bekommen die Rechnung, müssen die erstmal bezahlen, dann bei der privaten einreichen und bekommen das Geld zurück. Das ist der Unterschied zwischen gesetzlich und privat. Das ist voll kompliziert. Ich hab das den AOK. Das ist alles cool. Ja, da ist alles gut. Nur Das ist das Frau gesetzlich. beim Büro ist nicht nett. Ja, das sind viele nicht. Und das stimmt. Vielleicht sollten Sie da arbeiten. Würde ich jeden Tag kommen und Wodka bringen. Also Nein, Sie guten Humor haben. Ich das mag das. ja, habe Ist muss man Humor immer haben. Ist anstrengendes Arbeit bei Ihnen? Ja. Da, bei mir auch. Und dann muss man auch mal ein bisschen lachen. Ja, da haben Sie recht, Herr Kirov. Da ist das So. Hauptbeschäftiges bei Ihrer Arbeit oder Sie noch andere Sachen machen? Das ist meine Hauptbeschäftigung.
Ah, okay. Die haben eine Hundeschule. Okay. Da. In interessant. Sie Hund haben. Ja. Da, was für Hunde? Wenn sie das hören, dann sagen sie um Gottes Willen, ein Chihuahua. Da ist doch, die sind mit die gefährlichsten. Nein, Na die doch, sind wissen doch Sie, so wenn klein so und süß. Pitbull zu beißen, meine Güte, passiert, wenn Chihuahua zu beißen, der trifft direkt Achillessehne, Menschen können nicht mehr laufen. Ehrlich? Da, weil Ja, ist das ist ja ohne so ein kleiner Hund, der lebt ja quasi auf Boden. Und wenn die beißen, da ist ja unten an das, ist ja das Achillesfersen, das so Klack Nee, macht bei den Sportmenschen. Und wenn das Hunde ist drauf nicht. beißen, das auch Klack machen. Nein, also sie ist nicht so klein. Es gibt ja diese ganz Mini-Chihuahuas, die passen ja in eine Tasche rein, ne? Richtig, genau so meine ich. Ist neulich ist Das ha nein, so ein nein, ganz nein. hochnäsig Tussi ist mit so Habe einem ich Hund nicht. bei meiner Schule gekommen, ist Habe ich nicht nicht. nett zu meinem Sekretär gewesen. Und dann kommt er, sagt hier, ja, die will ich anmelden. Und dann, weißt du, gehe ich dahin und die zu mir auch so unfreundlich. Da sag ich, tut mir leid, wir Hundeschule, wir können mehr Schweinchen nehmen. Blärt, sie hätte den Blick sehen müssen. Nee, Das ist also so toll. Später hat ihr meine. Mann angerufen und gesagt, wollen Sie meine Frau verarschen? Da sag ich, wer hat denn damit angefangen? Sag, Sie haben ein Meerschweinchen in mein Haus gebracht und wollten das unterrichten lassen. Da hat er aufgelegt. Oh Gott, Ich lass mich doch nein, nicht also. fertig machen von solchen Mistvögeln. Nee, also meine Kleine sieht original aus wie ein kleiner Fuchs. Und ist auch für den Chihuahua sehr groß. Das ist gut. Sind Sie sicher, dass Sie keinen Fuchs angedreht bekommen haben? 100 pro Jahr. Haben Sie Gentest machen lassen? Wir können das anbieten. Nein, aber man sieht, dass es ein Gut. Chihuahua ist. Das Gut, weil sieht das man. wäre ja problematisch mit Gesetzen. Aber kein Chihuahua mit Kleid, mit Mäntelchen und mit Schüchen, sondern Da. ganz normaler Hund. Also so mit Kampfanzug und Maulkorb. Macht mal Korb, die ist so waffe, was Absolut. braucht sie nicht? Die ist so lieb. Nein, die macht niemandem Da was. meines könnte auch Maulkorb brauchen, aber damit es nicht alles wegfressen in 10 Sekunden. Hund so gefräßig wie meine Frau, das ist schrecklich. Oh, wenn Ihre Frau das jetzt gehört hat. Ich weiß gar nicht, ob die zu Hause ist. Aber Küche ist leer, dann ist sie nicht zu Hause. Ja, gibt es keinen anderen Raum, wo sie sich aufhalten kann? Und ne, das wäre ja, dass man soll ja immer das nach artgerechter Haltung machen. Frau in der Küche, gell? Natürlich. Ich habe den Witz verstanden. Das hat aber lang gedauert. Na, weil das ist so nicht besser gemeint. Das hat sich so angeboten gerade. Wo wir das mit Radio hatten, oh, da habe ich neulich auch mich so belachen. Da war so einer so offenes Radio, offenes nee, TV. Da können die Leute so eigene TV-Sendung machen. Und der saß da und wollte so Musiksendung machen. Und dann konnten das Leute da anrufen. Und dann so eine Frau anrufen, irgendwas erzählen und hinterher ruft ein Mann an und sagt, was soll das? Um die Zeit muss eine Frau bei Fabrik sein und arbeiten. Und der Typ, bist du bescheuert und hat aufgelegt. Und dann immer wieder die Leute angerufen, Frauen in die Fabrik und hier und da. Und dann haben die den voll fertig gemacht und der Sendung abbrechen. Richtig Na, bösartig, sowas. sowas. Naja, was es nicht alles gibt. Das gibt Ja, es Herr nicht. Kiros, ich würde sagen, lassen wir es mit der Zahnzusatzabsicherung. Jetzt haben wir beide gelacht, aber ich muss Da. jetzt wieder Ja, was soll weiterarbeiten. das kosten? Also wenn Sie sich auf Implantate absichern, könnte ich Ihnen da unseren absoluten Premium-Tarif vorschlagen. Premium? Und zwar nur, ja, Premium 90% Erstattung bei Was ist Bestattung? Kronenbrückenprothesen Erstattung. Was Sie bedeuten? bekommen 90%. Dazu bezahlen? 90, ja, genau. Also Sie 9. 90 bezahlen oder Wir ich? übernehmen 90%, Sie 10%, ja? Das ist sehr freundlich. Das wäre für 17,90 € im Monat. Und wie viel ist Implantaten? Ich da kann dafür machen. So viele Sie wollen, Blöd. aber es ist so, Sie haben zwar keine Wartezeit,
aber erstmal eine Staffelung. Das heißt, sie bekommen noch nicht gleich alles voll bezahlt. Das gibt es nirgendwo bei einer Versicherung. Sondern sie haben in dem ersten Jahr erstmal 500 € zur Verfügung. Jeder Wenn sie Monat? es nicht ver im ersten Versicherungsjahr nicht handeln. Ah, Nicht jeden bisschen Monat. Klappt Bazar. nicht bei Bisschen mir. Bazar gehört dazu. Klappt nicht bei mir. Was kann ich Geht sie? Ich nicht. habe Russian Standard Wodka. Ah ja, das ist gut. Der ist gut. Welches ist Ihr Liebling? Grey Goose. Klar, keine russische Marke? Was soll Ja, das? Russian Standard, ja. Sind Sie schon mal bei Moskowia gewesen? Ich möchte nächstes Jahr hin. Da, wohin denn? Mit meiner Freundin. Wohin Sie fliegen? Moskau. Nach Moskau direkt. Sehr gut. Was Sie Ja. möchten da machen? Moskau sehen. Da, sehr gut, sehr gut. Da haben Sie gut aufpassen. Müssen nur gucken, weil Sie dann sind bei Fahndungsliste von Amerikanski, weil die uns nicht mögen. Mich auch nicht. Die Amerikanski sie nicht mögen, warum nicht? Ja, weil ich Deutsche bin. Ach komm, die haben euch doch schon, weißt du, Unterschied ist Amerika, Russland, Amerika, Deutschland zweimal kaputt machen. Russland, Deutschland zweimal kaputt machen. Aber Ja. hey, ich glaube nicht, dass die Deutschen Amerika schon mal platt gemacht haben. Nee, Warum werden sollten die sie dann auch Angst nicht. vor euch haben? Wirtschaftsmacht. Der war gut, weißt du, was ist der Unterschied? Oder nee, warte, nicht der Unterschied. Was ist bei deutscher Armee 1945 und 2018 dasselbe? Gute Frage. Keine funktionierenden Panzer und Flugzeuge und U-Boote mehr. Sagt sie Wirtschaftsmacht, blöd. Keine Panzer, kein Hubschrauber. Soldaten müssen mit Ryanair in Einsatz fliegen, wenn die nicht streiken. Wenn die nicht streiken, wollte ich gerade Ja, sagen, die gerade wenn die streiken ja nicht gerade. streiken, blöd. Sonst ist das gefährlich. Guck, können die Soldaten nicht in den Krieg kommen, weil kein Zug fährt. Blöd, was Ja, ist und das? Weißt du, wir Russen, wir setzen uns bei großen Helikoptern und losfliegen. Oder wir schwimmen, wenn wir müssen, über die Wolga. ja gut, und dann kommt noch dazu, Leute, haben wir auch keine mehr Soldaten, weil es gibt ja keine Bundeswehrpflicht mehr. Also von Das ist daher. richtig. Haben Sie Zivildienst machen bei Deutschland? Ich? Da? Nö. Als Wie Deutsche nö. Als lange Sie Frau bei nö. Moskau bleiben? Eine Woche nur. Ein Wochenende, weil wenn Sie länger bleiben als 30 Tage, hätten Sie das Wehrpflicht machen müssen. Wie die Nachhol. Also ich würde sagen, im Interesse Ihres und meines guten Lachen und für den Herz und die Seele, wir jetzt jeden Freitag Sie mir anrufen und wir sprechen. Dann bekomme ich aber jeden Freitag Ärger mit meiner Sie ist Chefin. Chefin auch raschen Standard geben. Ich weiß nicht, ob ich sie damit bestechen Was ist das kann. für ein Frau? Ich kenne viele Frauen. Ich kann Ihnen sagen, was ist Typ, was kann die gebrauchen? Kann ich nicht drüber reden. Jetzt. Können Sie Geht nicht. beschreiben, Nein, Ihre. geht auch nicht. Lassen Sie mich anders ausdrücken. Welches Geht Charakter hat alles Ihr nicht. Lieblings-Barbie-Puppen gehabt früher? Jetzt Sie frei sprechen können. Und was ich dann denken, egal. Blond. Charakter. Blond ist kein Charakter. Charakter. Ja, Barbie-Puppe hat keinen Charakter. Nein, das Chef, blöd. Das war gerade Tarnname. Ich sage den Barbie-Puppe. Ich meine den Chef. Das habe ich verstanden, aber ich Wie versuche die das. Nee. Nachhol. Sie mich Klappt nicht. fertig machen. Klappt nicht. Vielleicht schlage ich vor Verzweiflung den Kopf auf den Tisch, dann noch mehr Implantat brauchen. Ich habe verstanden, was Sie meinen. Na, warum dann nicht mitspielen, Devoschka? Warum nicht mitspielen? Ich kann nicht. Ah, du, warum nicht? Du bist doch auch bei Schauspielschule gewesen, wie Dimitri. Ich? Da Nö. oder nicht? Ich hab Sag dich mal, doch Bob. gleich am Anfang von Telefonat erkannt. Du kannst mir nichts vormachen. Du bist wirklich gut geworden, aber ich hab das von Anfang an durchschaut, was du willst du mit mir machen.
Kannst du Peter Nein. grüßen? Ich hab dich erkannt von Anfang. Nein, kenne ich Doch. gar nicht. Jetzt tu Kenne nicht ich gar so. nicht. Tu nicht so. Kenne ich nicht. Wer ist das? Natascha, hör auf, mich zu lügen. Bitte. Beleidige nicht meine Intelligenz, ja. Ich heiße nicht Natascha. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Letztes Mal hieß du Franziska, als du hast versucht, mich in meinen Suffkopf anzurufen. Nein. Ach, das Okay, tu doch bitte nicht so. ich muss jetzt Wie aufhören zu sieht's aus? Sollen wir nachher telefonieren. zu Krabbensaft zu dir kommen? Ja, genau. Aber Na, ich muss wann jetzt passt dir? aufhören. Wann ist dein Freund weg? Wann können wir kommen? Heute Abend. Na, wann so? Letztes Mal gut gewesen, so 13 Uhr? 13 Uhr, 19 Uhr. 22 Uhr. Ja, hast du vorhin noch Kundschaft? Da bin ich fertig mit der Arbeit. Ach so, ja, das meine ich doch. Gut, dann so bei 10 Uhr kommen. Können wir wieder bei der Scout schlafen, weil bin jetzt schon Jo, alles betrunken, kann klar. heute Abend nicht mehr fahren. Alles klar. Finde ich super von dir. Ich habe noch eines auf deine Wall, dann bisschen schlafen, sonst heute Abend nix Feed bei Kopf, okay? Genau, Finde so ich machen wir's. richtig, finde ich Alles richtig gut von klar. dir. Super, So, dann warum hattest du jetzt angerufen, außer mich zu verarschen, was nicht geklappt hat, weil ich gleich gemerkt habe? aber ich muss jetzt aufhören. Ja, du bist ja Weil enttarnt, hat ja auch keinen Sinn, jetzt weiterzumachen. ich darf jetzt nicht mal weiter telefonieren. Ja, okay? Ja, du bist ja auch enttarnt, bringt ja nichts, jetzt weiterzumachen. Die Amerikaner werden dich Okay. kriegen. Also, hast du gerade Donald Trump ausgelacht, Blätti? Überhören alles Leitung, die werden dich finden. Das ist mir wurscht. Finde ich gut. Kommst du, ich dir nachher Automat Kalaschnikowa mitbringen, kannst du dich verteidigen, Blätti. Wäre Aber weil du mich versucht hast anzulügen bei Telefon, kriegst du keine Munition, musst du mit Bajonett kämpfen. schlecht. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Da, komm, du gibst immer noch nicht zu, Natascha, das wolltest du mich hochnehmen. Manuela. Nicht Gesundheit. Natascha. Wie? Komm, ja, hast du letzte Mal Franziska, jetzt Manuela. Wie heißt du nächste Mal Patricia? Immer noch Manuela. Wird dir eigentlich das nicht langweilig, dass jeden Freitag, wenn weißt du, dass ich frei habe und saufe wie Kamel, mich anzurufen und mir Quatschsachen zu erzählen? Letzte Woche hast du gesagt, ich habe Reise gewonnen. Dieses Mal willst du Gesicherung verkaufen. Nein, das war Das Mal nicht ich. davor Nein, nein, wolltest du, nein, dass nein. ich Kreditkarte bei dir kaufe? Was Nein, denkst du denn? das war ich nicht. Da, dann war das halt, Nein. wie heißt dein anderes Charakter, Nicole? Ich habe keinen anderen Charakter. Ne, du hast nur den einzig wahren russischen Charakter, das weiß ich ja. Genau, Darüber meinen bin ich auch eigenen. sehr stolz auf dich. Das hast du das sehr gut gelernt von deinen Brüdern. Okay, also dann, in Kannst dem du auf Sinne. Russisch auf Wiedersehen sagen? Nastrovia Nastrovia ist gut für Hallo, gut für wie geht's dir, gut für Tschüss, gut für guten Tag. Und fünf? Nastrovia, Natascha. Okay. Du musst du Nastrovia und meinen Namen sagen, sonst Unglück bringen. Nastrovia Kirov ist mein Nachname, wir sind Freunde. Vladislav. Jetzt noch einmal eine ganze Satz, bitte. Nastrovia Vladislav. Nastrovia, Natascha. Do svidania. Ja, das ist wieder ja. Oh, die hat es schon wieder probiert, wie letzte Woche. Aber das ist ein geiles Gespräch, Brüder. Ich liebe es.